Sonne. Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Die sind total verrückt, die beiden. Alt. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich habe dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Ja. Ich vertraue dir, alte Narbe. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich habe dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Du Bastard! Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Ich will diesen Bastard umbringen. Kommen wir mal so. Hier, yeah, nur für dich, mein Freund.
Alter Falter. Wir haben kaum noch Munition, ey. Eigentlich will ich da rein. Elisabeth, ich komme. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Tut mir aber schon richtig leid. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies. Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Ja, wir töten, hast du richtig gehört. Hier, du kannst aber mir gleich mit deinen, Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich muss mich losknacken. Na klar. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Oh, wir haben gleich Max Gesundheit. Problem, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Und wir schnappen uns jetzt Comstock, den Bastard. Ja, boom. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Okay. Direkt Loot, wenn wir hier sind. Oh, es gibt wieder Munition. Oh, gut, Munition. Oh, wo ist mein Bus? Ach, guck mal, hier können wir noch Sachen stärker machen. Aber ich brauche die Maschine, um Munition zu kaufen. Okay. Da. Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gesteckt wurde. Oh, David.
Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins. Mach mal auf. Da redet mir. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitte sehr. Dankeschön. Was ist das? Da! Entdeckung! Öffnen. Schon dabei. Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Da, der da. Kommt. Zieh dich um, Elizabeth. Öffne ihn. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn oh, den Karabiner. Du, sehr gut. Warst. Ein Mittel zum Zweck. Ja, komm. Hier, bitte. Dankeschön. Ach, lange war zu lange. Wo bist du? Trotzdem laufe ich, weil ich tue, was ich will. Idiot. Okay, jetzt haben wir nur ein Schiff, da können wir nichts looten. Ah, okay. Wir gehen einfach weiter. Oh. Was er da sehen soll. Öffnen wir jetzt erstmal dieses, Ding. Charles, sag mal, kommt da vielleicht rein? So, machen wir das Ding hier aus. Mal sehen. Geschafft. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück? Na. Von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Fertig. Okay, sehr gut.
So, ein bisschen Salz. Soll ich sagen, gehen wir mal weiter. Nicht wahr, Elizabeth? Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Sie wollen zu uns. Finde ich gut. Wann sollen die zu uns kommen? So schnell ist es mit seinen Leuten. Na, oh, kommen sogar zwei Stück. Doppelt so viel Spaß. Alter. Jetzt wollen sie ja langsam echt wissen. Sehr gut. Alter Falter. Keine Sorge. Ich regel schon. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Sieh mal. Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf.
andere. Sieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Hier, bitte! Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Du meinst, du bist ein Gegner und ich einfach nur ein Killer? Aber ja gut. Man hat so viel Geld, keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt geht's weiter gleich mit unseren Karabiner hier. Bin ich wieder am Anfang oder was? Brauche ich nicht. Also ich weiß nicht, so langsam würde ich hier an eurer Stelle aufgeben. Könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen? So, machen wir das. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Nee? Ah, wir haben Munition. Wir haben hier genug. So, als erstes öffnen wir diese Dingstür. Öffne mal bitte. Geschafft. Da haben wir hier. Nee. Ich glaube, unsere Sachen waren besser, die wir gerade haben.
Ja, schon krass aus als Zeppelin hier. Los, mach. Bitte sehr. Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapsel von den Strecken. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Abwarten und Geduld haben. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Oh, sehr gut, sehr gut. Wo bist du? Drei Viertel. Das zieht sich ganz schön. Jetzt kommen die ja langsam von überall. Super, Achtung! Prima. Hol ihn da raus! Jetzt! Okay, zuerst Munition. So. Verschlossen. Mal sehen. Kapina, ich fühle mich unsicher ohne dich. Fertig. Was haben wir denn hier Schönes? Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abebben wird? Euer fliegt aus der Hand. Teufelskuss von den Schuldigen und Unschuldigen. Achso, hier gibt es einen Geheimgang. Interessant. Sehr interessant. Ja, weiter nach oben. Es mag sein, dass ich sie besiege, De Witt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Maschinendeck. Okay. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit.
So, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schüssel 3, euer Hiroki. Bis dann und ciao.